Erkennen ist krasser als tun. Ich bin überzeugt, dass Klarheit der Schlüssel zu sich selber ist. Mein Name ist Jan und mein Podcast hat zum Ziel, dich zu inspirieren, dein Leben und dein Business noch reicher und klarer gestalten zu können. Dafür gibt es bei mir Solo-Folgen und Gespräche mit interessanten Gästen in meiner Show. Ich wünsche dir viel Inspiration und Freude mit dieser Podcast-Folge. Letzter Samstag im Monat. Und weißt du, was besonders schön ist? Dass wir nebeneinander sitzen. Ja. Moin aus Hamburg. Moin aus Hamburg. Und wir machen gerade einen Alster-Podcast quasi. Wir gucken auf die Außenalster. Da sind Ruderer, Segler, kleine Kinder lernen segeln. Und es ist ein bisschen windig. Ja, das hört bestimmt hier jeder von unseren Hörern und Hörerinnen. Also heute müsst ihr auch mit dem Element Wind klarkommen. Genau. Also es ist kein Tischgespräch, sondern ein Windgespräch. Ein Bankwindgespräch, das ist super. Ja, bevor ihr jetzt denkt, wir sind ja völlig übergeschnappt. Also, dass wir draußen sitzen, hört man. Insofern sorry für die Tonqualität. Und gleichwohl sind wir echt glücklich, hier jetzt zu sitzen, weil wir heute ein Thema haben, was wir, oder zumindest ich, mal von ganz vielen Seiten beleuchtet haben. Und ich glaube, dass das auch für euch so den einen oder anderen Impuls mit sich bringt. Weil ich werde ja immer mal wieder gefragt, wo bekomme ich denn meine Inspirationen von dem Podcast her? Und es ist das Leben, was mir die Inspirationen gibt. Ja, ich habe auch schon wieder seit gestern eine neue Inspiration vom ersten Podcast. Genau. Und bei mir war es, nachdem ich mal so eine meiner Lieblingsfragen gestellt habe, nämlich, was wünschst du dir wirklich? Ich zur Antwort bekommen habe, es kommt nicht darauf an, was ich mir wünsche, sondern was ich kriegen kann. Und die erste Assoziation, die ich hatte, war, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Und mein erster Gedanke war die große Lüge aus unserem Business: Du kannst alles werden, was du willst. Stimmt nicht? Nö. Wenn ich dich fragen würde, ja. Du, was wünschst du dir? Was antwortest du mir darauf? Im Moment, gerade aktuell, würde ich sagen Frieden. Frieden, innerer Frieden für mich selbst. Was bedeutet Frieden für dich? Gedankliche Ruhe. Also etwas, wo ich, also in meinem Kopf erstmal eine gedankliche Ruhe, weil gerade eben sehr viel passiert in meinem Leben. Nur gestern zum Beispiel ist ja nochmal wieder, mein Facebook-Account ist gehackt worden, 10 Jahre Facebook weg, unwiederbringlich. Ich habe keinen Zugriff auf meine Fanpage mehr, also jeder, der mit mir oder meiner Fanpage gefolgt ist, ihr könnt euch jetzt über LinkedIn, Xing oder meinem neuen Facebook-Profil mit mir vernetzen. Und das sind halt so viele Dinge im Leben, die ich gerade nicht brauche. Ne? Und ich habe noch ein paar Aufgaben vor mir und dementsprechend bräuchte ich da mal im Kopf ein bisschen Frieden. Und auf der anderen Seite hätte ich gerne auch noch mal so ein bisschen Bodenhaftung wieder. Weil im Moment ist halt viel und ich habe gemerkt, dass ich so ein bisschen Bodenhaftung verloren habe und die hätte ich gern wieder, weil Bodenhaftung für mich ganz wichtig mit Frieden in Verbindung steht. Jetzt ist es so, das habe ich ja gesagt, dass ich mich mit diesem Satz, es kommt nicht darauf an, was ich für Wünsche habe, sondern darauf, was ich bekommen kann, intensiv beschäftigt habe und habe ganz viele verschiedene Menschen dazu gefragt und habe ganz viele verschiedene Aussagen bekommen. Und jetzt gerade bei dem, was du mir gesagt hast, ist mir eine durch den Kopf gegangen, die sagt, es ist eine Illusion zu glauben, dass sich Wünsche erfüllen. Es geht eher darum, dankbar zu sein, was da ist, anzunehmen, was ist. Wenn man das jetzt mal auf deine Situation übertragen würde. Würde ich sagen, hat sie sehr in vielen Punkten recht, denn am Ende ist jeder Entwicklungsschritt oder jede Krisenlösung fängt ja an mit Akzeptanz. Ja, und die Krise muss ja jetzt nicht immer gleich ein Weltuntergang sein, sondern vielleicht auch mal ein bisschen gestresst sein. Und es geht erstmal mit Akzeptanz und das hat sie gut erkannt. Allerdings hoffe ich, dass sie dazu noch weitere Sätze gesagt hat zu dir, als diesen Satz, denn es ist halt, ich finde, da ist die Gefahr, die Dankbarkeit falsch zu verstehen. Also sich kleiner zu machen, als man ist, gegeben. Und auch solche Dinge wie Komfortzone verlassen, um eventuell Wünsche in Erfüllung gehen zu lassen, dass man das eben nicht macht. Ja, die Gefahr besteht auf jeden Fall. Denn wir Menschen denken ja komische Dinge. Ja. Und
anstatt positiv hinzugehen und sagen, okay, na, ich bin jetzt dankbar für das, was da ist. Ich nehme das als Startpunkt, mhm. als Bestandsaufnahme und gucke, was kann ich daraus noch machen. Mhm. Na? Und das finde ich zum Beispiel na, mal einen Gedanke, den es wert ist, dann weiterzudenken. Mhm. Ganz spannend. Das ist weil geil, ne? Wir beide halten fast Händchen, wir halten die beiden yeah. Zettel fest. Wir müssten eigentlich ein Video-Podcast machen. So geil, Leute. Ja, wir beide sind ja auch verkabelt, ne? Habe ich auch gedacht. Ja, du hast ja vorhin schon gesagt, soll ich noch näher an dich ran? Podcaster-Version des Flirtens. Ich muss jetzt aber auch näher an dich ran. Ja. Ich bin schon von dem einen oder anderen gefragt worden, ob wir beide ein Paar sind. Echt? Ja. Cool. Mhm. Gut, kommen wir mal wieder zum Thema du, zurück. Weißt du was, dazu sagen wir nichts. Ja? Lassen wir mal im Raum stehen. Die Gedanken sind frei. So. Die. Apropos, die Gedanken sind frei. King of Überleiter. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man das senden kann, dass wir hier heute zusammen sind. Doch, das kann man senden. Also, Akzeptanz, das Stichwort würde ich gerne nochmal aufgreifen, weil Anfang der Woche hatte ich ein ziemlich spannendes Gespräch, also eine PLD-Analyse mit einem Neukunden. Und da ging es also auch so von meiner Seite aus, so dieses Akzeptieren, was da ist. Und mein Klient guckte mich mit großen Augen an und sagt, Akzeptanz hat was von Stillstand. Und dann habe ich genau das gesagt, was du jetzt auch gesagt hast, nämlich dieses den Moment akzeptieren und gleichzeitig mhm. zu wissen, du kannst dich aus daraus wieder weiterentwickeln. Ja, und der Klient, der das gesagt hat, ist natürlich in meiner Welt in einer Gedankenfalle drin. Mhm. Denn mit Akzeptanz beginnt alles. Mhm. Ja, sobald du dich ein bisschen mit Psychologie beschäftigt hast da draußen, dann wirst du merken, ohne Akzeptanz geht nichts. Denn jeder Wunsch ist dann auf Sand gebaut. Mhm. Weil du nämlich verhinderst, dass du, wie ich sag mal, ein Unternehmer eine Bestandsaufnahme machst. Ne? Jeder Unternehmer muss irgendwann mal, der was verkauft, Inventur machen, damit der überhaupt weiß, mhm. was muss ich denn noch nachbestellen. Es mhm. gibt mittlerweile diese intelligenten Kassensysteme, die sagen, jetzt musst du davon wieder was nachbestellen. Und für uns Privatleute wird es ja irgendwann den Kühlschrank geben, der dann einfach bestellt. Mhm. Und das ist Akzeptanz, um eine Bestandsaufnahme zu machen, um zu gucken, okay, was ist denn dann mein nächster Schritt? Mhm. Und ich habe jetzt mein Podcast vom Mittwoch, da war so ein herrlicher Spruch drin, den ich jetzt nicht mehr wiedergeben mag oder kann. Habe ich schon wieder vergessen. Von jemand, doch, sowas in der Art, der gesagt hat, so ein Spruch, es geht im Leben nicht darum, sich selber zu finden, sondern es geht darum, sich selber zu erschaffen. Und das finde mhm. ich eine krass schlechte Aussage. Mhm. Ja, es geht darum, dich erstmal zu finden und dann dich zu erschaffen. Ja? Ansonsten blicke ich ja nicht auf meine dunklen, aber auch nicht auf meine hellen Seiten. Mhm. Ja. Mhm. Ja, das ist so dieses, ne, wer bin ich? Ja. Und wir sind ja so konditioniert, hat ja nun auch mal was mit Steinzeit zu tun, so mit Säbelzahntiger heißt der, ne? Ja, Säbelzahntiger. Oh Gott, ich habe noch gar nichts getrunken, Säbelzahntiger. Dieses, dass wir ja darauf konditioniert sind, zu gucken, was alles schlecht ist, weil früher musste man sich ja schützen, ne? Also Flucht oder Angriff. Das brauchen wir heute nicht mehr und das haben wir eben immer noch nicht gelernt. Ja, das haben wir nicht gelernt, weil wir natürlich unser gesamtes Sozialsystem darauf aufgebaut haben, auf mhm. diesen Grundgedanken. Und mhm. es wird langsam mal sicher an der Zeit sein, dass wir das auch mal als evolutionären Schritt betrachten, das mal zu verändern mhm. und zu gucken, was habe ich und was kann ich damit anfangen. Mhm. Und das ist ja der Grundgedanke der positiven Psychologie, weil der Martin Seligman ja irgendwann mal hingegangen ist und gesagt hat, es kann ja nicht sein, dass wir immer erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen sind, aktiv werden. Warum können wir nicht präventiv etwas tun? Wir machen so viel präventiv für unsere Gesundheit, warum nicht auch für unsere Psyche? Ja. Und so genauso ist ja die PP, also die positive Psychologie, eben so dieses, was ist alles in dir? Ja, für uns alle, hoffe ich, ist es ja normal, sich morgens oder mindestens morgens die Zähne zu putzen. Mhm. Ja? Ist ja auch kulturell unterschiedlich. In Japan macht man es halt tatsächlich nur einmal am Tag, hier macht man es halt öfters. Mhm. Da sorgen wir ja auch für uns. Und das mal zu übertragen, dass wir einfach unser normales Leben, du isst ja auch was. Mhm. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ein Großteil unserer Hörerinnen und Hörer sagt, oh ja, ich esse jetzt erstmal 3 Tage nichts. Ja, das glaube ich auch von. Fasten. Ja, das, zu Fastenmonaten, ja, das ist aber dann eine bewusste Entscheidung. Ne? Ja, ja. Das nennt man Fasten. Super.
Und das bringt mich zur nächsten Aussage, also zu diesem Thema, habe ich gehört, aus dem, was ist, etwas was zu machen und daraus eine innere Befriedigung zu erhalten. Das heißt also, sieh, was da ist, nimm den Spatz, um mal bei meinem Bild zu bleiben, und bereite dir daraus eine leckere Mahlzeit. Ja, und das beinhaltet noch viel, viel mehr. Es gibt so viele Leute, wenn wir über das Wünschen reden, reden wir natürlich auch irgendwie parallel über das Ziel erreichen. Mhm. Erfolgreich sein im Leben und so weiter und so fort. Es gibt so viele Menschen, die sind so fokussiert darauf, ihre Ziele zu erreichen, dass sie nur noch diese Ziele sehen und nichts mehr drumherum. Mhm. Und das sind dann diese typischen Beispiele von Managertypen, die irgendwie alles erreicht haben mit Familie und allem drum und dran, aber die sich innerlich leer fühlen. Und das ist nämlich das große Problem. Wenn du nur darauf fokussiert bist, diese Ziele zu erreichen, vergisst du das Leben. Mhm. Und deswegen ist es auch so eine Geschichte zu sagen, okay, eine ehrliche Bestandsaufnahme bringt dich auch immer dahin, dass du weißt, ob du die Dinge, die du dir wünschst, jetzt dich wirklich wünschst. Mhm. Oder ob das an dich herangetragen ist oder ein Wunschtraum, also ein Luftschloss ist. Mhm. Und dass du einfach dann dahin gehen kannst und das mit deinem Leben verbindest. Denn wir alle leben und haben das Recht darauf. Mhm. Jede Mutter hat das Leben verdient, auch Privatsphäre zu haben und nicht nur für die Kinder da zu sein. Jeder Mensch von uns hat es verdient, einen Freundeskreis aufzubauen, Spaß zu haben und aber auch Spaß an seiner Arbeit zu haben. Mhm. Ja. Und dann ist man so bei diesem, was willst du wirklich und was brauchst du? Also auch so mal darüber nachzudenken, weil du gerade vorhin bei den Zielen gewesen bist, ne? Also wie groß müssen diese Ziele sein? Oder kann es eben auch einfach mal sein, dass ich von dieser Selbstoptimierung weggehe und einfach mal annehme, was ist, und mal in mich wirklich hineinspüre? Was brauche ich denn wirklich? Ja, und da hat ja einer deiner wunderbaren Menschen, die du gefragt hast, ja was Tolles gesagt. Er hat gesagt, je weniger Bedürfnisse ich habe, umso freier bin ich. Ja, das hat Immanuel Kant gesagt. Nach Immanuel Kant. Hast du mit dem geredet? Nein. Okay, ich dachte, das sei ein Zitat. Allerdings ist das etwas, wo ich dann auch sage, das ist ja dieser Grundgedanke des Minimalismus, dass man sagt, umso weniger ich besitze, umso weniger Sorgen habe ich. Mhm. Weil ich brauche mir da jetzt nicht großartig Gedanken machen, geht der Tisch kaputt oder was anderen Geschichten. Und auf der anderen Seite ist es auch so, zu sagen, was sind denn meine Bedürfnisse? Ist mein Bedürfnis, dass ich jedes Wochenende shoppen gehen muss? Ja, also dass wir uns reflektieren. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Sachen, wenn du sagst, du möchtest dir deine Wünsche erfüllen, dass du fähig bist zu reflektieren. Und wenn du das nicht hinkriegst, wenn du nicht fähig bist, wenigstens einmal am Tag deinen Tag zu reflektieren, dann solltest du dringend mit uns beiden sprechen. Ganz im Ernst, denn wenn du das vergisst, wenn du vergisst zu reflektieren, dann um Himmels Willen, dann schleppst du ja die Sorgen vom Tag zu Tag zu Tag zu Tag und du kannst ja nie abschließen. Mhm. Und da ist dieser Kopf, darüber haben wir ja im Vorfeld gesprochen, dass das ja bei mir auch genauso ist wie bei vielen anderen Menschen, der permanent sagt, ich muss denken, ich muss denken, ich muss denken, ich muss denken. Und je mehr man auf den, oder ich, auf meinen eigenen Kopf höre, umso weniger gelingt es mir, meinem Herz zuzuhören. Und da mal hineinzuspüren, ist deutlich wertvoller. Du, wir hatten ja auch uns überlegt, dieses Hyperventilieren. Mhm. Ne? Ich weiß nicht, aber Menschen, die hyperventilieren, haben, glaube ich, keine Zeit, an der Rose zu riechen. Ja? Und wenn du im Kopf die ganze Zeit quasi hyperventilierst, wann willst du denn mal durchatmen? Wann willst denn du mal zur Ruhe kommen? Und das ist halt genau das große Problem, denn unsere Gesellschaft ist eine Gesellschaft der verkopften Menschen. Wir brauchen immer eine Logik, wir brauchen Argumente und wir brauchen auch Gewissheit, dass es klappt. Und das ist Bullshit. Das ist totaler Bullshit. Du kannst nie wissen, ob es klappt. Da waren tatsächlich unsere Vorväter und Vormütter um einiges klüger. Die haben Felder gesät und haben abgewartet erstmal und haben das erstmal angenommen, was da war. Ja, da gab es Missernten und deswegen haben sie es ja auch weiterentwickelt, aber sie haben es erstmal angenommen. Mhm. Ich bin noch ein bisschen bei dem, weil ich die Metapher so schön finde, das hyperventilierende Gehirn. Da bin ich geil, das. Ja, das stelle, weil ich mir das gerade so bildlich vorstelle. Manchmal hilft auch eine Tüte über den Kopf. Nein, lassen wir das. Nein, aber also dieses
Wenn du atmest, das lernst du, wenn du eine Atemtherapie machst, dann weißt du auch, dass der Atem sich mit deiner Seele verbindet, dass sozusagen da eine Verbindung da ist. Das heißt also, dieses Atmen, das macht man ja auch wirklich viel in der Therapie, dass man den Menschen sagt, so, und jetzt erstmal durchatmen, ein- und auch wieder ausatmen. Nicht nur, damit du innerlich zur Ruhe kommst, sondern dass du auch tatsächlich eine Verbindung zu dir selbst herstellst. Und ich habe da gerade einen spontanen Gedanken. Wenn du das wirklich mal ausprobieren willst für dich selber, dann mach mal Bogenschießen. Das hat nämlich was mit Wunscherfüllung, also Ziel treffen. Atmen, zu sich selber werden, ruhiger werden, den Bogen zum Körper werden lassen und in dich hineinspüren, wann der Moment ist, dass du jetzt die Sehne loslässt. Ja, hat was damit zu tun. Und übrigens ist eine geile Atem. Technik, die man dabei lernt. Man muss, wie gesagt, ich bin ja nicht so der Freund, dass man immer ins Asiatische oder wo auch immer hingucken muss. Atemtechniken, die wirklich gut sind, haben wir hier auch im Westen schon gemacht. Und dazu gehört Bogenschießen auch. Gibt es übrigens ein Buch dazu. Ja? Ja. Nicht das Zen des Bogenschießens oder doch so ähnlich, wo es also auch genau darum geht. Sollten wir beide mal Bogenschießen machen? Ich habe da gerade drüber nachgedacht, dass ich das jetzt gerne mal ausprobieren würde. Ja. Cool. Ja. Ich habe hier in Hamburg einen Kollegen. Lassen wir das. Ja. So, wenn ich jetzt so auf meinen Zettel gucke, was es noch so für Aussagen zu dem Thema gegeben hat, es kommt nicht darauf an, was ich für Wünsche habe, sondern darauf, was ich bekommen kann. So dieses im Hier und Jetzt sein, da sind wir beim Bogenschießen, glaube ich. Ne? Ja. Und lebe dein Leben einfach, da waren wir schon bei dem Thema Bedürfnisse. Nachdem ich diesen Satz für mich verdaut habe, ne, so dieses, ist es jetzt dieses Spatz in der Hand oder Taube auf dem Dach, habe ich mal tatsächlich so mein Leben reflektiert und habe für mich festgestellt, dass es tatsächlich manchmal einfach auch gut war, sich darauf einzulassen, was da ist. Ja. Also sozusagen, da sind wir wieder bei der Akzeptanz, das anzunehmen und mein eigenes Wunschdenken mal hinten anzustellen und einfach zu schauen, was das Leben mir schenkt. Genau. Und dann daraus was zu machen. Denn ja, natürlich haben wir Wünsche. Wir beide haben uns ein bisschen darüber unterhalten, über so Google-Ad-Schaltung, dass du Podcasts so eine Art Ad-Schaltung machen kannst. Da brauchst du aber auch erstmal Investitionen. Die liegen so bei 400 bis 600 Euro im Monat, die du einfach also überhaben musst. So, jetzt haben wir aber das letzte Jahr hinter uns und das war geschäftlich, also bei mir, eher herausfordernd, um das mal schön zu sagen. Und dann kann ich jetzt einfach sagen, ja, es wäre schön, wenn. Hätte ich auch Bock drauf, das zu machen. Kann ich aber gerade nicht. So, und jetzt kann ich mich hinsetzen und sagen, wie scheiße ist das denn? Die Welt ist ungerecht. Warum musste jetzt unbedingt diese Pandemie kommen? Das kann ich ja alles machen. Das machen ja auch viele Menschen. Oder ich kann einfach hier mit dir sitzen, auf die Alster blicken und sagen, ja, gestern 10 Jahre Facebook im Eimer, kannst keine Ad schalten. Üble Sache. Aber ich sitze hier mit dir. Ich kann einen Podcast aufnehmen. Ich kann das Wetter genießen. Und ich kann Menschen inspirieren. Was will ich denn mehr? Das stimmt. Ja, und das ist Dankbarkeit. Und übrigens auch ein Teil der Demut. Ja, und es ist ein Anerkennen dessen, dass noch viel mehr möglich ist und dass wir, wenn wir genau hinschauen, dass trotzdem noch ganz viel Fülle da ist. Und das ist nämlich genau das, was dann wieder dahin kommt, dass du sagst, du kannst deine Wünsche zur Realität werden lassen und du kannst das auch bekommen, was du willst, wenn du realistisch daran gehst. Also, es ist bei Wünschen natürlich super, einen realistischen Wunsch, glaube ich, gibt es nicht. Ich finde, das ist jetzt gerade ein bisschen ein Konflikt. Ja, ist ein Konflikt, nein, aber wenn du wirklich sagst, okay, ich weiß, was ich kann, Bestandsaufnahme, ja, genau das, wovor sich die meisten Erfolgsleute oder dieser Spruch, den ich eben genannt habe, ja, entziehen. Ich weiß, was ich kann und ich weiß, was möglich ist. Und dann kann ich sagen, das wünsche ich mir. Und jetzt kann ich einen Wunsch in ein Ziel umwandeln. In der Form zu sagen, ich wünsche mir, dass ich zum Anfang nächsten Jahres solche Ads schalten kann. Dann kann ich ein Ziel formulieren am Januar, also ein spezifisches Ziel. Am 3. Januar fange ich an zu schalten mit Uhrzeit und also, ja, wie man Ziele halt vernünftig macht. Und jetzt kann ich Stepstones machen und sagen, okay, was brauchst du dafür? Du brauchst erstmal Geldmittel. Und zwar, dass du das Ding ein halbes Jahr durchziehst. Das heißt, ich kann es hochrechnen.
Ja, ich sag 600 Euro im Monat, brauche ich für 6 Monate, das muss über sein. Also, was kann ich dafür tun, dass ich dieses Geld bekomme? Und dann kann ich anfangen, meine Wünsche in Erfüllung gehen zu lassen. Und dann kann ich realistisch an den Wunsch rangehen. Das Gleiche geht übrigens auch mit Traummännern und Traumfrauen. Geht halt immer nur darum, dass man sich nicht selbst belügt und einfach mal hinschaut. Was kann ich tun? Das würde ich gerne genauer wissen. Was kann ich tun, dass ich den Traummann, die Traumfrau bekomme? So, Bestandsaufnahme. Ich gerate entweder immer an die Verkehrten oder ich bin zu schüchtern, ja, oder zu aufgeregt, wenn ich die Menschen dann treffe. Ich sitze die ganze Zeit nur bei mir zu Hause und keiner sieht mich. Das ist auch ein bisschen schwierig. Ja? So, und dann kann ich eine Bestandsaufnahme machen und dann kann ich sagen, okay, das, das und das und das hindert mich an meinem Erfolg. Dann kann ich das ändern. Und wenn ich der Meinung bin, ich muss 20 Kilo abnehmen, habe ich auch ein Ziel wieder vor Augen. Muss man meistens nicht, aber ja, das ist halt so die Geschichte. Zu sagen, okay, wie kann ich meine Schüchternheit wegbringen? Meistens kann man seine Schüchternheit damit, ich sag mal, abschwächeln, indem man weiß, was man kann und wer man ist. Authentizität nennt man das dann. Ja, genau. Und da ist nun wiederum ist ganz spannend. Du weißt ja, also eins meiner Lieblingsthemen ist neben der PLD-Analyse sind ja die Werte. Mhm. Und ich habe das jetzt mit einer jungen Frau gemacht, Anfang 20, mit ihr gemeinsam mal ihre Werte identifiziert, so über so ganz viele schöne Fragen. Und da ist eben auch am Anfang rausgekommen Authentizität und Ehrlichkeit. Und wir hatten heute das Folgegespräch heute Morgen. Oh, cool. Und sie sagt, es ist so hilfreich für sie, weil sie sich jetzt jeden Morgen daran erinnert, was ihre wichtigsten Werte sind und sich damit so identifiziert, dass sie ganz anders in den Tag startet. Ja. Weil eben so das, was du sagst, in dem Moment, wo wir wissen, wer wir sind, haben wir eine ganz, ganz andere Basis. Genau. Und dann haben wir eine, also das ist ja dieses auf sicherem Boden stehen. Und das ist ja das, was den meisten Leuten fehlt. Und das ist ja auch gerade eben in der heutigen Zeit diese Situation, wo man sagt, ich kann gar nicht planen. Ich kenne viele Leute, die auch Künstler und aus der Eventbranche sind. Mhm. Ja, die denken jetzt schon wieder über die nächste Welle im Herbst nach, weil jetzt ständig wieder Angst gemacht wird, ja, und davor gewarnt wird. Und das heißt natürlich auch, dass diese gesamte Branche nicht zum Laufen kommt, logischerweise. Mhm. Und die denken genau über solche Sachen gerade nach und haben ein Problem. Mhm. Und das macht natürlich sie nicht gerade glücklicher. Und umso unglücklicher man ist, umso weniger kann man kluge Lösungen für sich und sein Leben finden. Und deswegen gucken die gerade auch ganz viele, was kann ich gerade, und schwenken um. Mhm. Ja. Und das war also auch so eine, war so eine ganz spannende, spontane Antwort auf diesem, was hältst du denn davon, von dieser Aussage, es kommt nicht darauf an, was ich für Wünsche habe, sondern darauf, was ich bekommen kann. Hat eine sehr, sehr gute Freundin von mir zu mir gesagt, nee, es ist viel mehr möglich, als wir uns wünschen, sieh die Fülle. Also ja. So dieses, die war, die hat gesagt, ja, das stimmt, die Aussage, hat sie aber in die andere Richtung gebracht. Ne? Also nicht so, nicht der Spatz in der Hand, sondern, nee, ist doch klar, dass es nicht darauf ankommt, was ich für Wünsche habe, weil ich kann ja viel mehr bekommen. Genau. Und das fand ich also auch nochmal eine ganz spannende Geschichte, so dieses, schau, was alles da ist. Naja, wenn wir über sowas reden, zum Beispiel, wenn ich sage, innerer Friede, dass ich mir wünsche, das ist doch nur eine Aussage, das ist doch nur ein Rädchen, ich sag mal, im Wunschuhrwerk. Mhm. Dazu gehören doch noch ganz andere Rädchen dazu. Da kommt es vielleicht hin mit, ich finde meine Traumwohnung. Mhm. Oder ich ziehe in die Stadt, wo ich gerne leben möchte. Oder, wie gesagt, ich finde Traumpartner oder so, wie auch immer. Also das sind ja auch, ein Wunsch beinhaltet ja immer ganz viele andere Wünsche auch. Und das ist das, was die meisten Menschen nicht sehen. Mhm. Ja, die meisten gehen hin und sagen, ja, ein Lotto gewinnen. Ja, aber um Himmels Willen. Und was dann? Mhm. Und dieser Bang-Effekt, die meisten von uns, da habe ich mich mit einem Kollegen darüber unterhalten, haben so den Wunsch nach so einem Bang-Effekt im Leben. Mhm. Und die Erfahrung, die er als Coach, der ist jetzt seit über 20 Jahren Coach, und die auch ich gemacht habe in meinen Coachings, ist, es sind nicht diese großen BAM-Effekte, die dein Leben gut verändern, also gut verändern, sondern es sind die kleinen Schritte, die du hingehst. Mhm. Und wenn du kleine Schritte gehst, kannst du auch große Wünsche erfüllen. Und das ist etwas,
das darf man lernen. Mhm. Und das ist ja meistens auch das, was bei einem begleiteten Coaching auch passiert. Es ist ja nicht nur Glaubenssatzarbeit oder du redest und wirst gespiegelt, sondern es ist dann auch immer mal auch wieder hin, auf seinen eigenen Fokus hingelenkt zu werden vom Coach. Ne? Und diese kleinen Schritte zu machen. Mhm. Und wer immer erwartet, dass er sagt, okay, ich gehe jetzt mal in ein Coaching, meinetwegen auch ein halbes Jahr, und dann verändert sich mein Leben und es macht Bäm und es ist alles geil, der irrt sich. Das mag mal passieren. Ne? Mhm. Und das ist das Blöde dabei, dass es wirklich mal passiert, weil das sind diese berühmten Ausnahmen von der Regel. Und dann schauen wir wieder alle und sagen, ich möchte gerne die Ausnahme sein. Mhm. Sei doch mal die Regel, ist doch auch gut. Ja, zwei Gedanken dazu. Ja. Wie sonst, ne? Das eine ist, diese Studien tatsächlich von Lottogewinnern, die gemacht worden sind, die diesen ganz kurzen Hocheffekt gehabt haben, ne, so dieses High, die dann aber ganz schnell wieder auf Normalniveau gekommen sind, weil es das einfach nicht ist. Mhm. Ne, weil uns also ganz andere Dinge, Wohlfühlglück, Werteglück, darüber hinlänglich gesprochen, weil es das ist, was uns im Leben zufrieden macht, unsere Lebenszufriedenheit steigern lässt. Und dieses sei die Regel, würde ich gerne ein bisschen widersprechen wollen. Ne? Ja, bitte. Naja, weil ich glaube schon eher so dieses sei einzigartig. Ja, das hab ich nicht wieder versprochen. Sei einzigartig im Sinne von spür in dich hinein, finde heraus, wer bist du, mhm. Passt das Leben, das du führst, zu dir und was kannst du sozusagen tun, wenn du feststellst, an dem Leben gibt es was zu verändern, was können erste Schritte sein? Und das ist für mich die Regel. Ja? Weil so gesehen, ja, für mich hat sich das so ein bisschen wie Einheitsbrei angehört. Nee, das wollte ich nicht so stehen lassen. Nee, es geht nicht darum, dass du ein Einheitsbrei bist, sondern sei die Regel, indem du sagst, ich arbeite nicht darauf hin, dass es den Bäm-Effekt gibt, sondern ich mache die kleinen Schritte für mich und mein Leben. Ja. Und wenn du das machst, dann kann es passieren, dass du die Ausnahme von der Regel wirst. Ja? Mhm. Aber dann kannst du deine Erfolge messbar machen und du siehst, wie du dich entwickelst. Und dann hast du etwas. Du hast eine Referenz. Mhm. Ja. Ja. Das meinte ich damit. Ja. Und das ist geil mit den Referenzen, weil das ist also in ganz vielen Situationen, wo meine Klienten sagen, ich habe da ein schwieriges Gespräch vor mir und ich habe da Angst und weiß ich nicht und ich treffe da das erste Mal vielleicht tatsächlich meinen Traummann oder so. So dieses erinnere dich an den Moment im Leben, wo dir das schon mal so richtig gut gelungen ist und geh da wieder rein und spür da mal nach, weil das macht was mit dir. Ja, ja. Oh ja. Und wie gesagt, wir alle fangen an zu lernen. Und hier, die Alster ist gerade eben für das, was wir gerade die ganze Zeit besprechen, das beste Beispiel. Wir sehen da hinten so kleine 5-, 6-, 7-Jährige in so Segelbooten, die gerade segeln lernen auf der Alster. Und denen gibt man ein winzig kleines Boot mit einem winzig kleinen einem Segel und nicht mit 5 Segeln. Mhm. Ja? Und die fahren erstmal für sich selber und die dürfen erstmal lernen, rauszufinden, wie verhält sich denn dieses Boot. Und das sind halt die Momente im Leben, einfach mal zu sagen, wie verhält sich denn mein Boot, in dem ich gerade sitze? Mhm. Komme ich eigentlich mit den ganzen Segeln klar oder darf ich vielleicht auch mal, und das ist auch vielleicht mein Gedanke, erstmal in ein kleineres Boot umswitchen. Mhm. Und das nennt man dann vielleicht Demut und Bodenhaftung, um dann irgendwann umzusteigen. Mhm. Aber die meisten von uns wollen so Piraten sein, weißt du? Kommst mit einem kleinen Boot an eine große Galeone, rüberschwingen und schon habe ich den Schatz. Und das ist halt, kaum sitze ich am Wasser, lassen wir das. Ja, ich habe gerade über Störtebeker nachgedacht, weil gestern einem Freund die Geschichte von Störtebeker erzählt und dem abgehauenen Kopf und so. Genau. Du weißt ja, dass wir eine Kirche haben, die so anvergoldet ist oben. Da sieht man so in der Kirchturmspitze nur so ein bisschen Gold drumherum. Also ein bisschen ist gut, ein paar Meter hoch, aber wenn man von unten guckt. Und das soll angeblich hier der Schatz vom Störtebeker sein, den man da oben hat. Wo ich dann auch wieder sage, Leute, glaubt nicht jede Geschichte, die man euch erzählt. Wir sind in Hamburg, die Stadt der Kaufmänner, die gierig waren bis zum Abwinken. Die hätten niemals das Gold vom Störtebeker an eine Kirche gehängt. Mhm. Nie im Leben. Das stimmt. Und irgendwo hatte ich doch auch noch dieses, das habe ich hier gar nicht draufstehen, dieses Thema, zweifle alles an. Ja und nein. Da habe ich ja jetzt tatsächlich diese Woche den Podcast gemacht, ein bisschen, wo es auch um Anzweifeln geht. Ja, zweifle alles an. Also glaub, ich glaube,
das Beste beim nicht alles anzweifeln oder das Beste beim alles anzweifeln ist diese Aussage: Glaub nicht alles, was du denkst. Ja, das sowieso nicht. Ja, das ist, glaube ich, mit eine wunderbare Lösung, um mal zu hinterfragen und zu reflektieren. Ja, und das, und da komme ich jetzt wieder, dann können wir ja den Bogen auch tatsächlich schließen, insbesondere auch auf meinen Blick auf die Zeit. Das ist ja, so hat es ja angefangen. Ja. Also mit dieser Aussage, es kommt nicht darauf an, was ich für Wünsche habe, sondern darauf, was ich bekommen kann, habe ich ja Kopfkino gehabt. Mhm. So dieses, ich habe da sofort was reininterpretiert. Viel einfacher wäre ja gewesen, mein Gegenüber zu fragen, es war kein Coaching, es war eine private Situation, deswegen ist das ja dann immer nicht so einfach, so einfach zu fragen, was genau meinst du denn jetzt damit? Und dann wäre vielleicht eine von diesen vielen Aussagen gekommen und gar nicht dieses, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Und das ist, glaube ich, was ganz, ganz, ganz wichtig ist, Leute da draußen, wenn ihr Dinge erzählt bekommt, anzweifeln, ja, und gleichzeitig nachfragen. Was meint denn der andere wirklich? Weil wir denken immer, wir können in die Köpfe der anderen reinschauen. Wir können es nicht. Genau. Wir interpretieren in unserem Kopf uns irgendetwas zusammen, weil der Kopf denkt, ich muss denken, 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 denken. Und dann denkt er sich irgendetwas aus und es ist weit entfernt von der Wirklichkeit des anderen. Und weißt du, eins der Geheimnisse, das ja Coaches beigebracht wird, ich mache jetzt mal ein Geheimnis. Ne? Hey. Das ist nur Coaches, nur Coaches. Nur Coaches. Nur Coaches. Also, kenn ich das Geheimnis? Ja, auch du kennst das Geheimnis. Oh. Also nur Coaches mit guten Ausbildungen, ne? Also welche die Ausbildung gemacht haben. Ja. Ken ist ein Goldschatz, den ich heute allen schenke. Na? Verrat was. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht von der Coaching-Gemeinde gehängt danach. Es gibt so einen wunderschönen Spruch, wer fragt, gewinnt. Und das Ding heißt, wer fragt, gewinnt und nicht wer rein interpretiert, gewinnt. Ja, das sollte man vielleicht mal sich im Kopfkino zergehen lassen. Auf der Zunge wollte ich das jetzt gerade nicht sagen. Also einmal, ja, mal drüber nachdenken. Wer fragt, gewinnt. Könnte ein schöner Titel für diese Episode sein. So, und bevor wir jetzt zum Schluss kommen, erstmal danke, lieber Hörer, liebe Hörerin, dass du dir das bis hierhin angehört hast. Es war ja heute ein bisschen anders. Es liegt einfach an der anderen Umgebung. Haben Aber wir noch einen? Schön, ne? Ja, finde ich auch sehr. Haben wir sehr schön Fehlt ausgewählt. Noch ein Kaffee. Aber das machen wir nächstes Mal. Genau. In der Thermoskanne. Ja. Haben wir noch was vorbereitet? Ja, wir haben noch was vorbereitet. Denn wir sind gefragt worden. Mehrfach. Und wer fragt, gewinnt. Ja, das stimmt. King of Überleitung, ich weiß es nicht. Das ist ja unfassbar. Also, wenn ich glaube, den Podcast muss ich nachbearbeiten. Nein, musst du nicht, der wird super. Wir sind gefragt worden, nicht nur, ob wir ein Paar sind, sondern ob wir auch mal zusammen ein Coaching anbieten wollen. Ja. Und dann haben wir uns angeguckt und haben darüber nachgedacht und haben darüber diskutiert und gesprochen und haben gesagt, ja. Weißt du, was du zu mir gesagt hast? Du hast gesagt, du bist die Herzdame. Du bist die Herzdame. Weil der Slogan ist, herzliche Direktheit trifft auf Direktheit, die herzlich ist. Und jetzt kannst du ja mal darüber nachdenken, wer hier wer ist. Nein, ganz im Ernst. Also, wir sind tatsächlich mehrfach gefragt worden und haben gesagt, das wäre doch mal so eine ganz coole Idee, dass du tatsächlich an unserem Tisch mit Platz nimmst. Also beim nächsten Mal sitzen wir natürlich wieder an Tischen und nicht an der Alster. Und dass du ein intensives Coaching erleben kannst, einfach mit zwei, zwar manchmal ähnlichen Gedanken, aber doch auch unterschiedliche Herangehensweise. Ja. Und ich glaube, das kann ganz, ganz viel Mehrwert bringen, weil du kannst deinen Selbstwert einfach mal verdoppeln. Was ziemlich geil ist, finde ich. Finde ich auch. Ne? Also ich denke, dieses Angebot, was wir beide gerade machen, ist mal eine ziemlich coole Idee. Vor allen Dingen ist es tatsächlich mal was anderes. Normalerweise geht man immer nur zu einem Coach. Hier kriegst du zwei mit unterschiedlichen Ausbildungen. Das heißt, das ist natürlich nochmal viel mehr Wissen und Erfahrung. Mhm. Und dann machen wir für dich deinen eigenen Podcast. Ja. Aber nicht, also jetzt nicht so, dass wir sagen, wir veröffentlichen und sagen, hier war Maximilian Mustermann und wir haben das Thema mit ihm besprochen, sondern du bekommst deinen Podcast für dich, dass du nachbearbeiten kannst mit unseren Stimmen und noch ein paar Impulsen dabei. Also zusammengefasst, du bekommst 6 Stunden voller Ehrlichkeit, Authentizität, Leichtigkeit und Intensität. Wir stärken gemeinsam deine Stärken, erkunden deine Werte und gehen auf Spurensuche zu deinen Glaubenssätzen.
Das machen wir in 6 Stunden, in 3 Monaten mit uns beiden als ausgebildete Coaches. Wenn du uns anschreibst und sagst, da habe ich Bock drauf, dann schreib uns doch einfach auch noch mal rein, was du glaubst, was du zahlen sollst. Finde ich voll witzig. Da bin ich ja gespannt. Ich auch. Mal gucken, ob sich das jemand traut. Also, wir meinen es wirklich ernst. Nein, komm zu uns ernst, an den Tisch. Tischgespräch mit Yvonne und Jan, weil Ehrlichkeit ist der Schlüssel zu deinem Selbstwert. Ganz genau. Und damit sagen wir Tschüss aus Hamburg. Hey! Vielen Dank, dass du bis hierhin gehört hast. Und wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes sehr freuen. Oder du folgst mir bei Spotify, teilst meine Folgen mit deinen Freunden, sprichst drüber oder du rufst mich einfach an. Für heute sage ich, bis dann, der Jan.